Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Herzlich willkommen bei Handlesen. Im ersten Teil habe ich erklärt, was ist der Unterschied zwischen linker Hand und rechter Hand. Bei Rechtshändler bedeutet die linke Hand die Vergangenheit, all das, was wir in früherer Kindheit erlebt haben und all das, was wir in früheren Leben erlebt haben. Das ist unserem Potenzial und das ist im Hand geschrieben. Die rechte Hand bedeutet Handlungen, wie setzen wir um im Tat. Bei Linkshändler ist es genau umgekehrt. Bei Linkshändler bedeutet die rechte Hand die Vergangenheit und die linke Hand die Taten, die Gegenwart und die Zukunft. Im Hand sind es astrologische Symbole. Jeder Finger steht in Verbindung zu einem bestimmten Planet. Ich habe begonnen mit dem kleinen Finger und kleiner Finger steht in Verbindung zum Merkur und das symbolisiert Handlungen, das praktische Wissen, Kommunikation. Die Ringfinger steht in Verbindung zum Apollo. Apollo ist der Sonnengott und das bedeutet, zu unserem Selbst zu stehen, etwas klar und deutlich erkennen, sehen. Immerhin steht Apollo in Verbindung zu unseren Augen. Aber nicht nur das, sondern Apollo steht in Verbindung mit unserem Herzen. Warum? Ganz einfach. Weil Apollo ist die Sonnengott und die Sonne ist das Zentrum unserem Sonnensystem und unserem Herz ist das Zentrum unserem Körper. Also es ist eine Verbindung da. Und Herz symbolisiert die Herzensangelegenheiten, also spiegelt auch die Partnerschaft. Nicht umsonst haben wir im Ringfinger unseren Verlobungsring oder Ehering. Im mittleren Finger, genau hier im mittleren Finger, das ist Saturnfinger. Saturn ist der Planet der Schicksal. Man könnte sagen, hier ist unserem Schicksal beschrieben. Schicksalhafte Entscheidungen, schicksalhafte Veränderungen, schicksalhafte Begegnungen. Auch unserem Seelenpartner oder Dualseele oder karmischen Liebe, karmischen Begegnungen. Saturn hütet nämlich auch der Karma. Saturn ist der Sohn von Uranus. Die ganze Schöpfungsgeschichte beginnt mit Uranus oder Uranus. Und sein Sohn Saturn hat die Macht übernommen. Ja, Saturn oder Kronos, der Gott der Zeit, herrschte über den goldenen Zeitalter und es waren noch die paradiesischen Zustände. Später wurde diese Herrschaft Jupiter oder Zeus übernommen. Saturn ist etwas Besonderes, behütet das Alte, das Altbewährte und steht auch in Verbindung zum älteren Menschen, auch zu unseren Großeltern, zu unseren Traditionen, zu unserer Herkunft. Und bewahrt das Alte, bewahrt auch die Vergangenheit. Aber nicht nur die Vergangenheit hütet Saturn, sondern er ist auch Kronos, der Gott der Zeit, und zeigt auch die Zeitqualität, wann ist der richtige Zeitpunkt, etwas verändern in unserem Leben. Wann sollen wir schicksalhafte Entscheidungen treffen? Wann ändert sich unser Schicksal? Und Saturn belehrt uns. Saturn ist der große Lehrmeister. Wenn wir die Finger betrachten, hier unten beginnt die Schicksalslinie, hier im Handgelenk, und geht nach oben Richtung
mittleren Finger, also Saturnfinger. Und hier können wir unseren Schicksalsweg sehen. Wenn es um die schicksalhafte Begegnungen handelt, besonders in die Liebe, Partnerschaft, dann sollen wir betrachten, welche Linie kommt von Saturnfinger und berührt die Liebeslinie. Diese Linie hier ist die Liebeslinie. Und wenn hier mit Saturn, wie bei mir, in Verbindung steht, bedeutet auch eine schicksalhafte Begegnung oder eine karmische Liebe oder ein Dualseelenprozess. Im linken Hand ist natürlich die Voraussetzung und die Erinnerungen, die karmischen Erinnerungen. Und im rechten Hand, bei Rechtshändler, ist natürlich die Taten. Wie erleben wir das in diesem Leben? Linkshändler, bitte umdenken. Wenn wir die Liebeslinie betrachten, und das ist hier die oberste Linie quer durch, unterhalb von die Finger, wir können auch die Zeit bestimmen. Ich zeige, wie das verläuft bei Liebeslinie. Liebeslinie ist diese Linie unterhalb von Finger, die oberste Linie. Und es beginnt hier unterhalb von Merkurfinger und zeigt die Kindheit. Wie haben wir das erlebt im Elternhaus? Haben wir Liebe bekommen? Waren wir behütet? Oder waren wir alleine gelassen? Sind da auch Verletzungen? Das werde ich aber später nochmal erklären. Nur zum Wissen, das ist die Zeit der Kindheit. Die jungen Jahre, die Pubertät und die jungen Jahre ist unterhalb von Ringfinger und das ist dieser Bereich im Liebeslinie. Und wenn wir etwas älter sind und ich könnte sagen richtig erwachsen und treffen wir auch wichtige Entscheidungen im Leben oder wir übernehmen die Verantwortung in unserem Leben, diese Zeit ist hier unterhalb von mittleren Finger, unterhalb von Saturnfinger. Und das war diese Aufnahme, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.